Ich habe mich nicht getraut zu sagen, dass er sich wieder und wieder und wieder an mir vergriffen hat. Der Missbrauch hat stattgefunden in der Kindheit. Ich war 9. Es ging bis in die frühe Pubertät. Mir wurde immer nur eingetrichtert, das ist unser Geheimnis, das machen alle. Und wenn du es sagst, dann kommst du ins Heim. Für diese Reportage habe ich ein halbes Jahr recherchiert. Angefangen hat alles mit meinem Rabiatfilm Unter Pädophilen. In der nächsten Viertelstunde geht es aber um die Sicht Betroffener. Die, die sexuellen Missbrauch in ihrer Kindheit erleben mussten. Laut der Weltgesundheitsorganisation leben in Deutschland rund 1 Million erwachsene Männer und Frauen, die in ihrer Kindheit Opfer sexueller Gewalt waren. Diese Schätzung lässt sich auch so deuten. 1 bis 2 Schülerinnen und Schüler in jeder Klasse des Landes sind von sexueller Gewalt durch Erwachsene betroffen. Das sind Zahlen, die mich fassungslos machen und die absolut schockieren. An der Uni Regensburg beschäftigt man sich mit Missbrauch gleichwohl wie mit Pädophilie. Für das Projekt Mikado wird in beide Richtungen geforscht, also zu Tätern und Betroffenen, die sexuelle Gewalt erlebt haben. Meine Gesprächspartnerin ist die Psychologin Dr. Janina Neuze, Leiterin des Projekts. Sie kennt beide Seiten und spricht Klartext. Wenn Sie betroffen sind, warten Sie auf Therapieplätze. In Deutschland zum Teil unfassbar lange. Die Anzahl qualifizierter Traumatherapeuten in Deutschland ist viel zu gering angesichts des Leids, was Einzelne berichten und der Notwendigkeit, therapeutische Unterstützung zu bekommen. Und auch das ist natürlich in der Wahrnehmung der Betroffenen eine Ungerechtigkeit, wenn sie sich auf der anderen Seite anschauen müssen, wie viel finanzielle Mittel in die Hand genommen werden, um potenzielle Täter therapeutisch zu versorgen. Und das, wo wir doch wissen, dass nur die Hälfte derer, die Kindesmissbrauch begehen, überhaupt pädophil sind. Das heißt, die anderen 50%, die weiter auch Kinder missbrauchen, die sind überhaupt nicht im Fokus und da gibt es auch keine präventiven Ansätze für. Die polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2017 macht deutlich, dass es fast 14.000 Vergewaltigungen und andere Formen sexueller Gewalt gegen Minderjährige gegeben hat. Die Dunkelziffer ist ungleich größer. In den allermeisten Fällen kennen Kinder die Täter. Es sind Familienangehörige oder Menschen aus dem sozialen Umfeld. Überwiegend Männer werden zu Tätern. Die Opfer sind zu 75% Mädchen. Es gibt ein unglaubliches Interesse daran, mehr über die Zahlen der Täter zu wissen. Die vielen, vielen Zahlen, die Mikado errechnet hat zum Erleben der Betroffenen, sind immer untergegangen. Die wollte auch keiner hören. Das wurde auch nicht thematisiert. Darüber gibt es auch keine Dokumentationen. Und warum ist das so? Wahrscheinlich, weil, ich sage jetzt in bewussten Anführungsstrichen, das Böse immer mehr Faszination für die Medien auswirkt. Das ist ein bisschen die Befürchtung, ganz genau, dass es um Sex and Crime geht. Das ist die eine Sache, dass man das aus der Täterperspektive sehr, sehr viel einfacher, aber auch emotionsreduzierter beschreiben kann. Und die andere Seite, die macht Angst. Und sich das Elend anzuschauen und die Traurigkeit anzuschauen und den mutigen Kampf derer, die das für sich bewältigen, und auch nicht alle würden von sich sagen, ich bin Opfer, ne? Es gibt viele, die das auch gut im Laufe ihres Lebens bewältigen können, das schaut man sich nicht so gerne an. Ich lasse mich darauf ein, will mich mit jemandem unterhalten, der in der Kindheit missbraucht wurde. Im Augenblick habe ich noch keinen Schimmer, wie lange es dauern soll, bis das endlich klappt. Ein paar Monate sind mittlerweile verstrichen, etliche Telefonate mit diversen betroffenen Organisationen und Anwälten liegen hinter mir. Ich treffe heute hier in Karlsruhe eine junge Frau, die in ihrer Kindheit über mehrere Jahre von einem Familienmitglied missbraucht wurde. Dieses Treffen zu arrangieren, das hat sehr viel Zeit gekostet. Ich hatte mit anderen Frauen zu tun, die dann immer sehr kurzfristig die Termine abgesagt haben. Und meistens mit der Begründung, dass sie sich auch schämen, darüber zu sprechen. Ich finde es unglaublich mutig, dass diese Frau, die ich jetzt gleich zum ersten Mal sehen werde, sich dazu äußern mag, weil ich glaube, es ist wahnsinnig schwer, über so ein Thema zu reden. Und vor allem dann, wenn noch eine Kamera dabei ist. Die Frau, mit der ich verabredet bin, soll Luna heißen und lebt irgendwo in Süddeutschland. Ein entscheidendes Ereignis hat ihre Lebensumstände vor einigen Jahren verändert. Die Vergangenheit und der Missbrauch in der Kindheit holten sie voll ein. Das Verdrängen fand ein Ende.
Die Folgen: Luna konnte ihrem Job nicht mehr nachgehen, sie hatte einen Burnout. Im Zuge dessen wurden ihr posttraumatische Belastungsstörungen diagnostiziert, eine Borderline-Persönlichkeitsstörung und phasenweise hat sie heute noch mit heftigen Depressionen zu kämpfen. Warum machst du das? Was erhoffst du dir von so einem Interview? Vielleicht, um für mich eine Art von Befriedigung zu erfahren und um anderen Opfern Mut auszusprechen, dass sie sich trauen sollen und dass sie sich nicht hemmen und nicht scheuen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich stelle mir vor, dass es wahrscheinlich mega ganz schwer ist, überhaupt sich Leuten, ob das Freunden sind, Kollegen, was auch immer, anzuvertrauen oder vielleicht einfach Menschen noch zu vertrauen. Ja, ich habe da echt ein schwieriges Problem mit. Also wirklich, das ist, glaube ich, ein starkes Persönlichkeitsproblem auch von mir selber, dass ich wirklich Schwierigkeiten habe, Menschen zu vertrauen und auch vor allem Männern. Hm. Ich bin knapp 40 und habe kein Kind, bin nicht verheiratet und kann man sich eins und eins zusammenzählen. Bist du in einer Beziehung oder ist es auch schwierig? Beziehungen sind schwierig, weil ich halt auch nichts. Also ich kann nicht so einfach intim werden. Das ist wirklich schwierig für mich. Und ich kann das nicht aus meinem Kopf löschen. Das ist leider... Was holt dich denn dann ein? Sind das die Taten eben der Missbrauch selbst? Oder sind das Gedanken, die du dir machst? Vielleicht Selbstvorwürfe oder Zweifel oder Ängste? Kannst du das verbalisieren? Das sind Flashbacks, das sind Trigger, die mich immer mal wieder an irgendwelche, das sind ganz banale Dinge, die mich an ihn erinnern. Und sobald ich an ihn erinnert werde, werde ich an die Tat erinnert. Das sind ganz wirklich, wirklich banale Dinge, wie zum Beispiel an eine Margarine, in der er drin rumstochert. Wenn ich schon diesen Namen der Margarine auf dem Frühstückstisch von irgendjemandem sehen würde, da wäre bei mir durch, da wäre bei mir vorbei, es tut mir leid, ich muss hier abbrechen. Das sind so, also ich kriege jetzt selber auch gerade Herzrasen, weil mich das echt mitnimmt, ja. Ist er denn bestraft worden dafür? Nein. Du hast es aber versucht? Ja. Magst du mir erzählen, was genau der Verlauf war oder was das Problem vielleicht war, warum er nicht bestraft wurde? Die Justiz ist das Problem. Die Verjährungen ist das Problem. Ich finde, dass solche Taten keine Verjährung haben dürften. Ich bleibe in Karlsruhe. Dort hat der BIOS Opferschutz seinen Sitz. Der Verein bietet Betroffenen sexueller Gewalt, aber auch Tätern Hilfe. Präventiver Opferschutz nennt das BIOS. Bei meiner Recherche hat mich der Verein unterstützt. Ich habe so auch Ute Staudacher kennengelernt. Sie ist Opferanwältin für Gewalt und Sexualstraftaten. Wir sitzen in ihrer Kanzlei. Es ist richtig, Missbrauch verjährt vor Gericht. Ja. Na, wie viele Jahre ist das der Fall? Auch das ist eine Frage, die ganz, ganz schwer zu beantworten ist. Und zwar hängt es von wiederum unglaublich vielen Faktoren ab. Und zwar von den Faktoren, wann hat die Tat stattgefunden? Welche Straftatbestände waren damals gesetzlich verankert? Erstens. Zweitens, welche Verjährungsvorschriften galten dann? Mhm. Welche Hemmungen, also es gibt noch Verjährungshemmungen, dann gab es, und dann gibt es eben die letztendliche Verfolgungsverjährung. Ist ein ganz, ganz heikles Thema. Es ist ein sehr von Fall zu Fall ganz unterschiedliches Thema. Also Sie könnten nicht sagen, nach 20 Jahren... Also es hat sich jetzt, es gibt jetzt eine neue, es gibt wiederum glücklicherweise eine Veränderung. Ich sage glücklicherweise, weil es ist jetzt durchaus möglich, bis zu einem Alter von 50 Jahren, also Lebensalter von 50 Jahren, so etwas noch in Angriff zu nehmen. Aber nur unter bestimmten Umständen und das muss immer von dem Anwalt geprüft werden. Also wenn man jetzt davon ausgeht, nur der Betroffene weiß eigentlich, abgesehen vom Täter, von diesen Taten und kann selbst sozusagen, er kann nicht selbst entscheiden, weil es ist ihm vorher gar nicht möglich. Und das passiert oft erst in einem Alter zwischen 30 und 40 Jahren, dass die Mandanten
bei denen es nicht zu einer Aufdeckung der Taten kam, in diesem Alter zu mir kommen. Erst 2016, 17 habe ich recherchiert, gegoogelt, gemacht, getan und habe das zur Anzeige gebracht. Aber es war zu spät. Es war zu spät und ich könnte mich heute klatschen dafür. Das heißt, da gibt es keine Möglichkeit mehr, dass ich da noch was ändern kann? Zivilrechtlich ja, aber nicht diese Missbrauchsgeschichte. Vielleicht hätte ich ein ganz unbeschwertes, tolles Leben geführt. Mhm. Mein Bruder sagt, er hat eine tolle Kindheit gehabt. Das heißt, ihm ist dahingehend gar nichts passiert? Nein, ihm ist nichts passiert, ihm geht's gut. Gott sei Dank, ich bin heilfroh. Es wäre trotzdem schön gewesen, ich hätte auch ein unbeschwertes, schönes Leben oder eine tolle Kindheit gehabt. Die hatte ich aber nicht. Ich habe, als ich Kind war, einer Freundin mal was erzählt und dann hat sie nur zu mir gesagt, meinst du, dass das korrekt war? Und ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Ich habe gedacht, das ist normal, weil immer wieder wurde zu mir gesagt, das ist unser Geheimnis, das machen alle. Das ist normal. Glaubst du, wenn du das von heute aus noch mal dir ins Gedächtnis rufst, dass dir hätte jemand helfen können aus dem familiären Umfeld, dass da vielleicht Menschen hätten sein sollen, die da was hätten mitbekommen können, weil du als Kind, so wie ich dich verstehe, wusstest ja vielleicht auch gar nicht, dass da was passiert, was Unrecht ist. Nee, ich wusste das nicht. Mir wurde immer nur eingetrichtert, das ist unser Geheimnis, das machen alle, das machen auch Erwachsene. Ich will dich nur vorbereiten in das Erwachsenenleben und wenn du es sagst, dann kommst du ins Heim. Ich habe mit noch frühem Pubertätsalter eingenässt. Ich war immer sehr ein sehr ruhiges, stilles Mädchen und trotzdem hatte ich diese impulsiven Phasen. Und da hätte man vielleicht auch erkennen müssen, dass irgendwas nicht stimmt. Ich wollte nie zu Hause sein. Ich bin immer nach der Schule direkt zu meiner Freundin. Aber da meine Mutter selbstständig war, berufstätig war und nie zu Hause war, also wirklich selten zu Hause war, sie hat uns vorgekocht, also mir und meinem Bruder, sie hat sich vor der Arbeit und nach der Arbeit schon um uns gekümmert, aber vor der Arbeit war halt eben auch vor der Schule und nach der Arbeit war dann irgendwann um 21 Uhr, da lagen wir schon fast im Bett. Und ich konnte ja gar nicht irgendwie ihr mal erzählen und ja, sie, ich weiß nicht, vielleicht war sie auch oder wollte sie auch blind bleiben. Hast du deine Mutter mal gefragt? Ja, klar. Was hat sie gesagt? Sie schämt sich sehr, dass sie nichts mitbekommen hat. Und hast du mit ihr heute noch ein Verhältnis? Oder? Sehr gutes, ja. Das heißt, du glaubst sie auch? Ja, klar, natürlich. Ja. Ja. Was glaubst du denn, wenn du nach vorne guckst und jetzt einfach mal an dich denkst, so einen positiven Ausblick, so wie du vielleicht auch das irgendwann vielleicht weitestgehend hinter dir lassen kannst? Ich habe Angst. Ich habe Angst vor der Zukunft. Ich habe echt Angst. Ich habe mir so gewünscht, immer ein Kind zu haben. Ich habe mir so gewünscht, irgendwann dieses weiße Kleid anzuhaben, dass ich einen Mann kennenlerne, der mich auf Händen trägt. Aber da ist dann halt dieses Ich. Da ist dann diese Krankheiten, die ich habe, aufgrund dieser Tatsachen. Und aufgrund dieser Tatsachen habe ich einfach Angst vor der Zukunft. Vielleicht so der nächste Schritt wäre vielleicht wirklich mal eine Traumatherapie zu machen, um eben nochmal detailliert darüber zu sprechen und vielleicht nochmal detaillierte Tipps zu kriegen. Aber ganz ehrlich, ich kann diese Dinge von verschiedenen Therapeuten auch einfach nicht mehr hören. Wenn du, dann schmeiß es doch in den Tresor. Wenn du, dann schnippst du doch am Gummi. Ja, alles schön und gut, kann ich machen. Aber das hilft mir doch gerade nichts. Das bringt mich doch vielleicht in dem Moment weiter, aber nicht in meinem Leben. Luna lerne ich als starke Frau kennen. Sie ist wütend und will nicht länger Opfer sein. Sie will anderen, die wie sie Missbrauch in der Kindheit erleben mussten, Mut machen. Ich ziehe meinen Hut vor ihrem Handeln. Wenn ich an die bedrückenden Zahlen vom Anfang dieser Reportage denke, frage ich mich,
Wie kann es sein, dass so viele Täter davonkommen? Wie kann es sein, dass ein Familientäter geschützt werden? Der letzte Satz in diesem Y-Kollektivfilm stammt aus meiner Rabiat-Reportage unter Pädophilen. Kinder gehören geschützt, damit sie nie Opfer sexueller Gewalt werden. Das war meine Reportage zum Thema Kindesmissbrauch. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich werde in einem Q&A nächste Woche auf einige von euren Fragen dann eingehen. Wir laden das bei unserem Zweitkanal Y2 hoch. Außerdem sollte hier neben an der Seite der Rabiat-Film Unter Pädophilen verlinkt sein. Es ist so eine Art Vorfilm zu dem Film, den ihr gerade geschaut habt. Guckt euch das an. Ich glaube, die Komplexität dieses Themas wird dann nochmal auf eine andere Art und Weise deutlich.